Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Anfangs bis Mitte Mai werden normalerweise auch die Nächte ein bisschen milder, sodass man keinen Frost mehr befürchten muss. Ein wichtiger Moment, der von den Hobbygärtnern seit langem ungeduldig erwartet worden ist. Jetzt kann man nämlich auch mit den empfindlicheren Pflanzen rausgehen und Gartenbeet und Rabatten anpflanzen. Die Beet- und Rabattenpflanzen, also der eigentliche Sommerflor, bringen Farbe in den Garten. Gelbe Tagetes, blaue Ageratum, rote Impatiens oder Begonien und viele weitere Blumen lassen sich zu schönen Farbflecken oder Mustern zusammenstellen, die im grünen Garten besonders gut zur Geltung kommen. Wenn Sie vor dem Auspflanzen ins Beet den Gob Ökodünger ausstreuen und leicht einschaffen, gedeihen die kräftigen und gut durchwurzelten Setzling von Gob besonders gut und blühen dann fleissig bis zum ersten Frost im Herbst. Eine grosse Auswahl von diesen Setzlingen offerieren wir Ihnen das Wochenende in praktischen 4er- und 6er-Schalen zum Aktionspreis. Bestimmt ein weiterer Grund, sich das Jahr für einen besonders farbigen Garten zu entscheiden. Neben den Farben spielen im Garten bekanntlich auch die Düfte eine grosse Rolle. Und die führen uns jetzt direkt zum nächsten Beitrag. Neu. Axe Afrika. Jeder will gesundes, glänzendes Haar. Aber welchem der vielen Shampoos kann man wirklich vertrauen? Pantene Pro-V. Seit 50 Jahren führend in der Haarpflegeinnovation mit Provitamin B5. Heute hat gesund aussehendes Haar weltweit einen Namen. Pantene Pro-V. 50 Jahre Innovation für gesund glänzendes Haar. Das Leben ist schon hart genug. Probiert es doch einfach wieder mal mit einem Schweizer Raclette. Auch eine Neuheit gibt es heute wieder zu entdecken, und zwar aus dem Tiefkühlsortiment von Goldstar. Die Gemüsemischung Chinois mit verschiedenen knackigen Gemüse und Pilz können Sie gerade tiefgefroren in die Bratpfanne geben, erwärmen, nach Belieben würzen und schon nach 5 Minuten servieren. Und wie es noch besser schmeckt, das sagt Ihnen jetzt der Armin Amrain. Zum Beispiel als süß-saure Füllung in einem Pfannkuchen. Grüezi miteinander. 50 Gramm Mehl und 1 Dezi Milch verrühren. Ein Ei gut mitverrühren. 20 Gramm Anken erhitzen und dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem Teig dünne Pfannkuchen backen. Gehackte Zwiebeln und Knoblauch in wenig Butter andünsten. Die chinesische Gemüsemischung und geschnittene Austernpilze zugeben und mitdünsten. Mit Sojasauce, geriebenem Ingwer, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Dann einen Pfannkuchen nach dem anderen mit Gemüse belecken und mit einer Soße aus Soja, Essig, Zucker, Sherry, Salz, Bouillon und Ketchup beträufeln und nochmal zusammenklappen. Die restliche Soße wird separat dazu serviert. Zum Binden habe ich sie ein bisschen mit Maizena aufgekocht und mit einer Einlage von gewürfelten Zwiebeln, Peperoni und Ananas angereichert. Für die Gemüsemischung Wittensauer braucht sie jetzt ein bisschen mehr Zutaten, als sie sonst bei den Kopprezepten gewohnt sind. Das genaue Rezept können Sie aber nochmal in aller Ruhe nachschauen auf der Teletext-Seite 555 oder auf dem Internet. Und in aller Ruhe informieren über alles, was Sie von Mona bei uns wieder günstiger überkommen, können Sie sich jetzt. Verschiedene Tiefkühlprodukte gibt es zum Aktionspreis. Pizza Margarita von Goldstar zum Beispiel gibt es im Duo für nur 5,80. Und 3x3 Portionen Gerber Galakäsli für nur 4,20. 2 Kilo Gob-Eistee Instant kommen Sie über für nur 9,90. Persil im 5,5 Kilo Nachfüllbeutel für nur 11,90. Außerdem offerieren wir Ihnen 2 Frottefixlin-Tücher 90 auf 1,90 in diversen Farben für 20 Franken. Dann noch der Preisabschlag. 1 Kilo Gelierzucker kostet ab sofort nur noch 2,20. Sparsam zu geht es auch im Gob-Restaurant, aber nur, was den Preis anbelangt. Ein Wiener Kalbsrahmgulasch mit Nudeln kostet dort nämlich nicht mehr als 9,70. Vor gut einem Jahr ist an der Packit, der Schweizerischen Verpackungsmesse in Basel, ein Gestaltungswettbewerb durchgeführt worden für die neuen Milchpackungen von Gob. Jetzt ist die Milch im neuen Kleid in unseren Läden und am nächsten Mittwoch zeigen wir sie Ihnen auch hier bei uns im Gob-Studio. Bis dann, auf Wiedersehen.